Die Feststoffraketen bringen da jetzt noch nichts, aber die Flüssigraketen, mit denen können wir nachher unsere Batterien wieder zwischendurch aufladen. So, 20 Sekunden sind die Dinger ausgebrannt. Hier werde ich nochmal eben was ändern. Die bringen wir hier mal wieder runter. Wir warten auf die 10.000 Meter, beziehungsweise auf das Ausbrennen des Soil-Fuel-Boosters. Es ist immer eine dumme Idee, versuchen, sich zu lenken mit den Soil-Fuel-Boostern, wenn die am Laufen sind. Das funktioniert meistens gar nicht, oder er fängt an zu trudeln, oder... naja. Doll ist es nicht. So, und da sind sie ausgebrannt. Wir lassen sie raus, ziehen die Rakete langsam raus und zünden die nächste Stage. So, und jetzt geht's in den Gravity Turn. Machen wir das Ganze mal so. Hier sieht das, glaube ich, gut aus. Erstmal 45 bzw. 24 Grad. Dann langsam in den 45 Grad übergehen, damit wir das ein bisschen dahin ziehen, wo wir es hinhaben wollen. So, sehen wir mal einmal, was hier der ganze Mist hier sagt. Delta V lassen wir drin, Surface möchte ich jetzt erstmal drinnen lassen. Beziehungsweise brauchen wir nicht, wir brauchen den Orbit-Info. Apoapsis sieht gut aus mit 38 Kilometern bisher. Ist das auch schön eine Linie hier? Ja, das sieht gut aus. Könnte etwas noch besser werden, müssen wir mal sehen. Das heißt, wir müssen hier noch ein Stück rüberziehen, damit wir den Äquator besser treffen. Sieht man hier, dass das noch leicht nach unten wandert gerade. So. Apoapsis bei 52, 53 Kilometern bisher. Könnte jetzt wirklich besser sein, die Flugbahn, aber was will man machen? So, 75 Kilometer mit der Apoapsis sind wir raus aus der Atmosphäre. Jetzt gehen wir mal wieder auf 85 Kilometer und setzen uns die Knoten auf der Apoapsis für eine schöne Orbit-Geschichte hier. So, was haben wir? Periapsis ist bei 13 Kilometer, da kann gerne noch mehr kommen. 85 zu 114, das gleichen wir mal ein bisschen aus. 83 zu 95, das kann man so lassen. So, dann wollen wir mal gucken, ob uns dieses Mal nicht auch dann die Electric Charge dann jetzt verlassen. So, sehr schön, das passt. So, in einer Minute können wir loslegen. 40 Sekunden haben wir wieder über. Das ist ungefähr dasselbe wie beim letzten Mal. Das heißt, dass wir gleich ein bisschen früher Gas geben müssen, um das mit dem kleineren Engine gleich wieder vernünftig ausgleichen zu können. Das heißt, ich werde mal bei... ja, bei 45 Sekunden werde ich mal hochfahren. Und dann sehen wir weiter. So, 1300 Meter haben wir jetzt zu holen. Das war letztes Mal wesentlich besser. 49 Sekunden Brennzeit brauchen wir noch. Wir haben noch 30 Sekunden drin in den Tanks. Dann können wir die auch absprengen. Sehen, dass die Electric Charge sich wieder aufgeladen hat, da diese Engines ja ein bisschen ja, Elektrizität generieren, wenn sie laufen. Das geht damit ganz gut. Schöner wären natürlich jetzt Solarzellen, aber man kann nicht alles haben. 5,
4, 3, 2, 1 und das war's. Und mit dem kleinen Engine geht's weiter. Da haben wir jetzt nur noch 280 Meter zu holen. Das geht eigentlich ganz gut. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir bei 300 oder sowas. So, dann können wir gleich den Smart Assistenten einmal ausschalten. Dann verbraucht er nämlich auch weniger Strom. Und das sieht gut aus. 0,4 Meter die Sekunde sind wir nur draußen aus dem Teil. Das sieht ganz gut aus. Apoapsis 107, Periapsis 72. Da müssen wir etwas mehr haben noch. Machen wir das mal so. 80 Kilometer, das passt. So. Jetzt heißt es wieder den Mond treffen. Der ist auf dem Weg zurück. Mit dem können wir jetzt leider nichts mehr machen. Das heißt, wir werden ungefähr hier ansetzen müssen. Um das Manöver jetzt zu planen. Gucken, ob wir den Mond jetzt vernünftig treffen. Da ist er. Da kommen wir eigentlich ganz... Das sieht gar nicht mal so doof aus hier gerade. Gucken wir nochmal, ob wir das irgendwie besser hinkriegen. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir... Ah, da haben wir 3 Stunden Zeit beim Mond, um da was zu machen. Das heißt, den Smart Assistenten haben wir abgeschaltet. Und wir müssen jetzt auf den nächsten Knoten warten, der in 17 Minuten kommt. Dann machen wir das Ganze mal eben so. Und spulen vor. Das sieht sehr gut aus gerade. Obwohl ich hätte am liebsten noch einen Free Return, aber man kann nicht alles haben. Das können wir, können ja gleich mal versuchen, uns einmal in den Mondorbit zu bringen. Und dann sehen wir, ob das was bringt oder nicht. So, jetzt haben wir noch 7 Minuten Zeit. Das heißt, wir werden mal hier noch ein bisschen spulen. Und dann werden wir bei 35 Sekunden ungefähr, werden wir dann wieder zünden. Und das war jetzt schon viel zu weit. Jetzt heißt es, jetzt stimmt meine Berechnung leider nicht mehr ganz. Beziehungsweise der Knoten stimmt jetzt nicht mehr ganz. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie wir mit der Apoapsis und dem Mond jetzt hier klarkommen. Das heißt, ich bin jetzt knapp 30 Sekunden drüber gewesen, über den Punkt, wo ich hätte zünden müssen. Und muss man mal gucken, ob das jetzt was Vernünftiges wird. Viel dürfte das jetzt eigentlich noch nicht machen. Der ist schon wieder auf dem Weg zurück. Hier kann man jetzt sehr schön sehen. Wieso produziere ich jetzt damit eigentlich keine Elektrizität mehr? Das wundert mich jetzt gerade irgendwie am meisten. Eigentlich müssen wir damit jetzt Elektrizität generieren können, aber aus irgendeinem Grund tut er das nicht. So, ich versuche jetzt mal den Mond zu treffen und dann hoffen wir mal, dass wir da... jetzt mit hinkommen. So, da wäre die Periapsis und die Apoapsis. So sieht das eigentlich gar nicht mal so doof aus. Ist jetzt zwar nicht ganz das, was ich eigentlich haben wollte, aber wir können auf der Apoapsis dann vielleicht noch ein bisschen abbremsen. Den machen wir mal aus. So, und jetzt heißt es hoffen, dass wir genug Strom an Bord haben, um auch nachher wieder zurückzukommen. Aber bisher sieht das eigentlich sehr gut aus. 41, 30, oh, das wird doch wieder nix. Warum kriegen wir nicht so viel Strom mit, wie wir brauchen, verdammt? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wann stirbt er hier wieder, unser guter Bill? Eigentlich müsste ich jetzt schon mich auf den Weg zurück machen, um überhaupt noch irgendwas hinzukriegen. Wir haben leider jetzt dummerweise auch nichts dabei, mit dem wir... das ist ja mal doof gewesen. So, das heißt, wir müssten eigentlich erst Strom herkriegen.
würde sagen, wir machen mal Revert Flight, Revert to Launch. Das heißt, wir spulen jetzt 3 Stunden das Spiel zurück. Damit ist Bill wieder auf der Erde und wir können das Ding von vorne planen. Weil so wird's nicht funktionieren. Hier sieht man jetzt wieder, wir sind wieder beim Launch und hier ist wieder Bill und naja, was soll's. Das hätte ich vorhin auch bei Jebediah machen können, aber egal. So, wir gehen mal zum Space Center. Und eigentlich können wir mal gucken, was wir jetzt noch groß machen können, um uns hier Punkte ranzukriegen. Was ich jetzt als nächstes wirklich haben muss, sind Batterien, um den Strom da irgendwie mit mehr reinzukriegen. Das heißt, wir müssen irgendwie 45 Science hinkriegen. Da weiß ich jetzt noch nicht wirklich, wie ich das machen soll. Müssen wir mal sehen, wie das läuft. Science Archives. Lass uns mal gucken. Kerbin, was haben wir denn da? Water Highlands, Launchpad, Dry Reports, Highland Iron Report. Okay. Das heißt, hier können wir mit Glück noch was hinkriegen. Würde sagen, wir machen mal eine kleine Exkursion quer über Kerbin und versuchen dann mal rauszufinden, ob wir da noch irgendwas kriegen können. Ich würde sagen, wir geben einfach mal Achtung, es wird laut. Etwas Gas, zoomen wir erstmal ein bisschen raus. Ich finde, das sieht wahnsinnig toll aus, wenn sich diese Staubwolke hier erhebt. So, jetzt können wir ja gleich mal, kann ich ja gleich mal anzeigen, was passieren würde, wenn man versucht zu lenken. Also ich lenke jetzt. Man sieht, es passiert gar nichts. Er fängt nur tierisch an zu trudeln, irgendwann. Man sieht schon, dass das Drehen wird schneller und ich versuche gegenzulenken, aber es passiert leider nichts. Jetzt habe ich es unter Kontrolle gekriegt. Die Frage, wie lange hält das? So, die müssen wir jetzt erstmal wieder ausbrennen lassen. Ich würde ganz gerne mal versuchen, in diese Richtung zu fliegen und mal gucken, ob wir da irgendwas hinkriegen. So, Bodenproben können wir dann vielleicht auch gleich noch ein paar nehmen. Müssen wir mal sehen. Na, da brennt er gleich aus. Zwölf Sekunden haben wir noch. Hier sehen wir wieder die TWR, die Thrust Weight Ratio, also die Schub-zu-Gewicht-Verschiebung. Beziehungsweise das haben wir. Jetzt haben wir keinen Schub mehr, sieht man jetzt gerade. So, jetzt werden wir mal einmal gucken, ob wir uns hier rauslamentiert kriegen. Sprengen wir ab und können ein bisschen Gas geben. Und jetzt möchte ich eigentlich mal in diese Richtung hier. Mal gucken, ob wir da dann irgendwas... Das ist die falsche Richtung. Da geht's rüber zum Meer. Hier drüben ist übrigens noch eine kleine Basis, von der aus man losfliegen, ja, von der aus man mal in einer Beta losfliegen konnte, in einer früheren, meine ich. Die wurde dann aber weggenommen, aus irgendeinem Grunde, und dafür wurde diese größere dann hier gebaut. Was das jetzt soll, weiß ich irgendwie nicht. Aber wir wollen jetzt erstmal zusehen, dass wir hier jetzt ordentlich Schwung rüberkriegen, damit wir mal in diese Richtung vielleicht gleich ein paar Bodenproben nehmen können. So, da wollen wir hin. Das heißt, wir drehen uns jetzt eigentlich in die entgegengesetzte Richtung, von wo aus wir normalerweise fliegen würden. Lasst uns mal einfach mal sehen, wo es uns jetzt hinträgt, beziehungsweise ob ich das Ding hier jemals wieder unter Kontrolle kriege, dass wir ihn halbwegs gelandet kriegen. Normalerweise fliegt man immer in die Richtung, weil es mit der Drehrichtung von Kerbin ganz gut hinkommt.